März 2011. SC Freiburg gegen Borussia Dortmund. Wenn man's umdreht, hat man die Paarung von heute. Mit diesem halbwegs epischen Anfang startet ihr und ich und wir direkt hier in das Spiel hinein. Lojikowski darf mal ran. Oh, und dann geht's auch schon los. Und erstmal ein dickes Dankeschön an Faction Gamers TV, die mir einige Fangesänge von die gemixt haben, hochgeladen haben, die jetzt auch schon gleich in diesem Spiel ja, mit dabei sind. Vielen Dank dafür, wie gesagt. Findet den Link zum Kanal auch nochmal in der Beschreibung. Und ja, das haben sie auch nicht auf Anfang so gemacht, sondern einfach freiwillig, was ich klasse finde. Und zum Kanal an sich, das ist ein Gaming-Kanal, der eigentlich zu allen möglichen Bereichen was macht. Sei es jetzt PS oder Metro 2033. Oder aber auch Assassin's Creed, also ist alles dabei für jeden was. Und das ist wirklich spitze. Müsst mal reingucken, das sag ich jetzt nicht nur weil wegen diesen Fangesängen, sondern auch weil ich eben schon lange kenne. Fuck. Und ja. Die wirklich. Ich glaube schon so seit einem Dreivierteljahr oder so. Kenne ich sie auf YouTube oder so. Und sind auf jeden Fall richtig korrekte Typen. Ja. Aber ich muss jetzt erstmal hier den korrekten Zugang zum Spiel finden. Also ich höre gerade auf, ich habe gerade Katja als Trick eingestellt. Das ist unnötig, Digga. Waschikowski DD startet durch als Stürmer. Wollte ja gerade da machen. Ja, komm. Es gibt eine Gelb. Ja, Rot, komm, Rot. Ah, Gelb. Rot wäre jetzt schön für sowas. Ach. Aber ne, eine Gelb. Flache Reingabe wollte ich eigentlich gar nicht machen. Ja, komm dann. Sonst kein Abseits. Kein Abseits, oder? Tor 1-1. Kuzmanovic macht den Ausgleich perfekt. Das könnte noch ein interessantes Spiel werden hier. Nach dem Ausgleich, nach einer halben Stunde. Ich bin gespannt, wie sich das hier jetzt noch entwickelt. Und nicht mehr eine halbe Stunde. Das ist wirklich schnell. Und dabei musste gerade ist noch ein Spieler gerade wieder noch behandelt, wenn ich mich nicht täusche. Oder nee, einer von ihnen. Ja, okay. Das ist ein Vorteil für mich. Somit war Freiburg in der Situation auch noch in Unterzahl. Besonders bitter, dann ein Tor zu passieren. Aber kann man nichts machen. Lewandowski schlecht. Kuzmanovic. Stirinic oder so. Hatzesaki. Jano. Godzilla, der Gelbverwandte. Und Piszczek klärt. Und jetzt die Kontaktnähe hat Gouffran. Kann er sich durchsetzen? Lewandowski. Kann er sich. Kann der sich durchsetzen? Und gleich jetzt zu mir. Zu mir. Und da ist auch schon Pause. Ich werde jetzt mal schnell den Trick umstellen und ein paar Wechsel machen. Petersen kommt für Lewandowski. Und Barrios für Jakonan. Und ich mache mal wieder den Amazing Trick. Ich sollte nur aufpassen, weil der geht nach links. Heißt, wenn ich den. Ich sollte ihn nicht links außen benutzen. Weil dann den Ball nur weiter nach außen spielt und möglicherweise ins Aus. Wenn ich an der Seitenlinie ziemlich nah dran bin. Subotic. Petersen. Der neu eingewechselte Barrios
Peter Petersen nach und noch ein Freischuss raus, wenn ich mich nicht täusche. Ja, macht er. Da Silva. Dede. Hummels. Flotte Combo, die fast sein Tor geführt hätte. Aber Hummels ist kein Stürmer. Ein guter Kopfballspieler, der schon seine 5 Dinger pro Saison öfters mal macht. Mal halt alles Kopfballtor nach Freischuss oder Ecken. Aber eben musste er schießen und das kann er nicht so gut wie wir eben gesehen haben. Das wäre eben eine gute Situation gewesen für meinen amazing Trick da. Aber was heißt mein, aber halt diesen Trick. Aber er hat den Bayern nicht kontrollieren können. Oder überhaupt richtig gewinnen können. Schikowski, puh. Wunderbarer Rückpass. Schnell mal auf die andere Seite verlagern. Dede. Mutsa. Makiadi. Silla. Makiadi. Mutsa. Hummels blockt. Barrios. Petersen. Das Silva. Schikowski kommt nicht mehr ran. Jano, gefährlicher Schuss. Der war nicht schlecht. Scharf gezogen, aber zum Glück drüber. PD. Barrios. Smanovic. Petersen auf Barrios. Kommt der an, kommt der an. Barrios stört da noch ein bisschen rum. Saki, Jan Rosenthal. Und ein unglaublich hartes Foul. Dafür kann man auch rot geben und 5 Spiele Sperre sowie eine hohe Geldbuße. Ach kommt, das war jetzt auch nur nichts. Subotic, Smanovic, Petersen. Barrios. Das Silva probiert sich mal mit dem Trick oder versucht sich daran. Hat es geklappt. Waren einfach zu viele Leute drumherum. Fuck, 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 fuck. Reisinger. Das Check. Das Silva. Krumas. DD. Das Silva. Petersen, 11 Meter. Oder nur Freischuss. 11 Meter! In der 90. Minute! Unfassbar! Ja, richtige Entscheidung. Erst wurde ein bisschen gestört, was nicht so schlimm ist, aber dann gab es echt einen Fall. Barrios. Barrios macht's! Barrios! Das ist der Held dieses Spieltags, eindeutig! Ja! Geil, ey! Oh! Was war ein Traumabschluss dieses Spiels. Der Keeper war in der richtigen Ecke, das war wirklich ein Herzschlagfinale hier nochmal. Okay, 88 Minuten, das Spiel ist noch nicht vorbei, aber trotzdem. Und Nils Petersen hat diesen Abseits, hat dieser PT ausgeholt, ist ein engagiertes Tripling. Und durch geschicktes Verhalten im Strafraum. Und der eingewechselte Barrios schießt wie selbstverständlich den Elber und macht ihn dann auch noch. Und jetzt hat er 2 Tore in den letzten beiden Spielen geschossen. Korrigiert mich, falls ich falsch liege. Bin mir nicht ganz sicher. Ich denke, das nächste Mal hat er sich zumindest mal ein Spiel von Anfang an verdient. Petersen 3-1! Ja, was ist denn hier los? Nils Petersen mit seinem ersten Tor für den BVB. Und Freiburg ergibt sich jetzt anscheinend. Geil. Richtig geil, ey. Boah. Das wird der zweithöchste Saisonsieg, würde ich sagen. Und die meisten Tore mit diesem 3-0 gegen irgendeinen anderen Verein. 3-1 gewinne ich gegen Freiburg. Endlich der erste Sieg nach drei Spiele andauernden Durststrecke. Mal sehen, wie Bayern hat verloren gegen Stuttgart, heißt ich. Nein, aber ich hole auf sie auf. Punktgleich jetzt mit dem Bayern. Hamburg wird wahrscheinlich Meister. Und ja, dieser Sieg war wichtig, denn Stuttgart hat ja, wie gesehen, hat gewonnen. Hätte ich verloren, hätte ich noch einen Punkt Vorsprung gehabt. Boah, ey, das
Uff, zwei Last-Minute-Tore, unglaublich. Geiles Spiel. So macht Schule Spaß, Mädels. Nur so und nicht anders. Speichern wir noch kurz und ich würde sagen, kurz die Tabelle reinziehen geht noch. Also jetzt nochmal einen etwas genaueren Blick drauf schmeißen. Ah ne, nicht der Tabelle, das habt ihr eben schon gesehen. Torjäger meine ich. Lewandowski 6 Tore. Beim besten Torjäger. Sahin kommt danach schon. Huntelaar ist der beste Torjäger der Bundesliga mit Grafitsch, Pettersson, Klose, Van Nistelrooy und so ein paar anderen noch. Vorlagen. Das ist nicht so wichtig. Gucken wir mal im Pokal, wie es da so aussieht. Ah ne, bin ich ja eh sofort rausgeflogen, glaube ich. Ja, bin ich auch. Oh, ja. Das war gleich das erste Spiel. Gegen Freiburg. Gegen die ich jetzt 3-1 abgezogen habe. Diesen Last-Minute-Sieg hier noch. Boah, also, puh. Dieser Part hat es, ups, nicht dahin. Dieser Part hat es wirklich in sich. Deswegen mal geht's gegen Köln. Ich freue mich drauf, ihr hoffentlich auch. Und bis dahin sage ich Tschüss.